Jo, Mahlzeit. Hallo, herzlich willkommen zurück zu The Witcher 3. Plötzlich, wir steigen ja ab. Wir müssen zu Regis wieder zurück, denn wir haben ja diese Speicheldrüse. Hässlicher Bastard. Ich hab ihn schon. Ich hab ihn doch schon, Blitze. Kein Problem, keine Panik. Papa hat alles im Griff. So, wir meditieren mal eine Stunde nach vorne. Oh, auf 4 Uhr ist es schön. Dann geht ja hoffentlich bald wieder die Sonne auf. So, jetzt gehen wir wieder aber zu Regis zurück. Denn wir haben ja endlich dieses Ghoulblut. Jetzt ist das So, und was wir dann machen, das weiß ich heute noch gar nicht, was wir in der heutigen Folge noch alles so betreiben. Lasst euch überraschen. Ich lasse mich natürlich auch überraschen. Okay, so klappt es schon mal nicht. So, wir gehen wieder hier zu seiner Haustür. Ich denke, wir werden jetzt da auch reinkommen. Kommt, sind wir an. Ist natürlich ein sehr, ja, ruhiger Ort. Ich glaube, da trägt Feuer dazu bei, dass es noch ruhiger wird. So. Oh, kommt, das nehmen wir mit. Wolfsbahn! So, Regis, alte Hütten. Ich bin wieder da. Ich hab's soweit alles. In der Nähe. Ja, wir sind eigentlich genau hier. Regis? Chefe? Ah, stimmt, wir müssen da nach oben. Etzel, mein Freund. Ob man aus der Hand ein feines Süppchen kochen kann? Du verfeinerst deinen Humor immer weiter. Aber wir sind keine Kannibalen, Geralt. Ich habe ein Gewebefragment entnommen. Das reicht, um Resonanz zu erzeugen. Was hast du mit dem Rest gemacht? Ich habe ihn verbrannt, wie es unser Kodex verlangt. Ein Rabe sagte mir, dass du die erforderliche Zutat hast. Du spionierst mir nach? Nee, ich vertraue dem ja, das sage ich nicht. Nützliche Kreaturen, diese Raben. Denn ja, ich vertraue ihn schon. Regis macht einen recht stabilen Eindruck, für das, dass er ein Vampir ist. Ganz schön nützlich, die Raben. Helfen sie dir oft? Ich versuche, es mit ihnen nicht zu übertreiben. Aber sie sind so praktisch. Diesmal wollte ich nur sicher sein, dass ich rechtzeitig eintreffe, wenn etwas schief geht. Ich bin zurechtgekommen, aber danke trotzdem. Brauchst du noch lange für die Resonanz? Du hast eine letzte Zutat erwähnt, die noch fehlt. Welche ist das? Diese Angelegenheit könnte schwierig werden. Wenn man die Erinnerungen eines Wesens beschwören will, braucht man das Blut eines anderen Vertreters seiner Art. Kein Problem. Ich kenne einen höheren Vampir, der sicher gerne aushilft. Stimmt's, Regis? So einfach ist das leider nicht. Als du unterwegs warst, habe ich alles versucht, um einen Ersatz zu finden. Aber ich fürchte, es gibt keinen. Ich begreife wohl nicht recht, woran es hakt. Können wir nicht einfach etwas Blut von dir nehmen? Das Blut muss angeregt sein. Sicher weißt du, dass höhere Vampire ihre körperliche Hülle verändern können. Und damit auch die chemische Zusammensetzung des Blutes. Ich mache es kurz. Ich muss mich selbst in einen Zustand starker psychokinetischer Erregung versetzen. In einen Zustand des tollwütigen Wahnsinns. Und das ist sehr gefährlich.
Na, dann reg dich mal, mein Freund. Wieso gefährlich? Du bist doch dann noch du selbst, oder? Ja, aber ich werde in Raserei verfallen. Du weißt besser als ich, dass man die nicht kontrollieren kann. Wenn du je einen Vampir in Raserei gesehen hast, ist dir klar, was für eine Gefahr er für seine Umgebung darstellt. Und wie kommen wir damit klar? Ich will nicht von dir mit ausgefahrenen Krallen angesprungen werden. Da wären wir schon zwei. Aber sei unbesorgt. Ich habe die Sache gründlich durchdacht. Die Einzelheiten sage ich dir noch. Ich bin gespannt. Na schön. Was hast du vor? Wir besuchen Tesha Mutna, ein altes Vampiranwesen. Dort finden wir aufgehängte Käfige. Ich setze mich in einen rein. Du lockst Monster an. Die tötest du dann und lässt sie ordentlich ausbluten. Wir sollten genug Blut haben, damit dessen Geruch mich in Raserei bringt. Ich muss mich vorbereiten. Komm, ich mach mal, wie ich muss mich vorbereiten. Denn ich möchte das dann doch. Oder? Komm, ich drück mal drauf. Die Expedition scheint mir allmählich gefährlich. Ich bereite mich besser vor. Verstehe ich nur zu gut. Sag mir, wenn du bereit bist. Yo, Quest aktualisiert. Sprich mit Regis, wenn du bereit bist. 400 Erfahrungspunkte. Yo, wir machen deshalb, machen wir hier mal einen kleinen Cut mit der Upsala. Einen kleinen Cut mit der Hauptstory. Und checken mal die Lage, ja. Jo, nämlich hier gibt's nämlich was, Freunde der Sonne. Anschlagbrett nehmen wir gleich mal mit. Und es ist auch gar nicht so weit weg. Von hier, ne, Regis? Also ich komme dann irgendwann nochmal im Laufe des... Denn wir haben ja auch noch einige Quests, die weniger als Stufe 40 sind. Die würde ich dann doch erst als erstes machen. Hui. So, ich denke, ich werde damit Plätze hinreißen. Und ich muss mal dringend irgendwie einen Scheiß verkaufen, hier echt. Irgendwas, was Gewicht hat, was, keine Ahnung. Ihr wisst, was ich meine. Nämlich so kann es ja auch nicht weitergehen. So, Kartoffelbubis, komm. Scheiß drauf. Hey, Plätze. Wo ist sie? Da ist meine liebe Plätze. So, hey, Plätze. Wir rein jetzt mal zum nächsten Dorf. Und checken mal die Lage ein wenig. Okay, Plätze braucht gar keinen. Ach, und schon sind wir da. Ach, ist die Schee schon wieder hier. Hui. Plötzlich vollgepackt. Franco Lartz, Caroberta Wald. Sehr schön. Ich freue mich, wir looten. Falls wir könnten. Hallo? Hier sind zwar Wächter. Ich hoffe, ich kann hier rein. Ja! Ein Mädchen, hallo. Gegrilltes Schweinefleisch, yam yam. Nimm das Eisenerz, passt schon. Du hast mich mit dem Scheiß angestellt. Was? Jetzt bin ich wieder. Entschuldigung, Mädchen. Mich am Arsch. Was? Leg mich am Arsch, das hättest du gern. So, was haben wir noch hier Schönes? Hier können wir wenig looten. So auf den ersten Blick. Ohne Kirche ist hier auch noch. Entschuldige. Ja, leck mich am Arsch. Was denn? So, wo gehen wir als erstes hin, Freunde? Waren das Fasane gerade? So, Anschlagbrett, neue Markierung, kennst du dich aus.
Dann hätte ich gesagt, gucken wir mal schnell hier rein noch. Beziehungsweise schauen wir mal, vielleicht können wir hier was looten. Jo, sieht vielleicht gut aus. Jo, Werkzeuge, sehr schön. Bäuerin, habt ihr reichlich gedeckt den Tisch. Eine alte Frau auch noch. So, Nostrix, kennst dich aus. Nein, wollte ich nicht ausmachen. Ich glaube, ich habe schon wieder einen Frosch im Hals. Oh, entschuldige. Ich werde es vermutlich nicht rausschneiden, weil ich es sicherlich wieder vergesse. Penner altern wie Wein. What? Sie stinken nach Essig. Dann nehme ich es lieber mal mit, bevor es hier verkommt, der gute Wein. Aufnehmen, Kästchen, Servierplatte, Schweinefleisch. Na, ihr habt doch... Oh, eine Leiter. Hätte ich doch fast die Leiter jetzt vergessen. Es gibt an allem immer eine gute Seite. Und neue Markierung haben wir jetzt auch schon. Vorhin. Silber. Hier schläft vielleicht höchstens, ich denke mal, nur eine Person hier. Aber okay. Ja, dann schläft hier noch eine Person. Dann passt es schon. Ui, und wir haben hier Händler. Yes. Komm, dann gehen wir gleich mal darüber. Was ist denn hier los? Was soll denn sein? Hey, alter Mo. Sieh an, der Hexer. Ja, allerdings... Oh, hier gibt's was zum Saufen. Geil. Nein, hier ist abgeschlossen. Schade. Ein Hexer. Das bedeutet Ärger. Ach, Quatsch. Ich bin hier nur, um Aufträge anzunehmen, meine Liebe, und ein bisschen zu looten. Keine bessere Qualität. Alter, schau mal an, du ey. Wassermelonen, was ist das? Knoblauch, Kürbisse, verschiedene Arten. Alter, ist das da? Neben dem großen Kürbis sind es riesengroßen Kohle. Alter. Sehr schön, sehr geil. Oh, was haben wir hier? Händler? Was du anpasst, musst du kaufen. Ich würde am liebsten alles anfassen. Oh, kann ich dann die an? Wenn ich dann die anfasse... Oh, so Häpple. Ein Rohling. Häpple. Scheiße. Das ist kein Held, sondern der Schlechter von Blaviken. Und? Ich bin trotzdem Held, freilich, ey. Seit 500 schieß mich tot Folgen, bin ich hier ein Held. Wer was anderes behauptet, der hat keine Ahnung. Der hat keine Ahnung. Der hat mein Let's Play noch nicht angeschaut. Warte mal, da waren wir doch gerade drinnen. In dem Haus. Ich weiß es gerade gar nicht. Ja, ich weiß, ich müsste eigentlich darüber. Ich weiß. Ich weiß. Waren wir gerade in dem Haus drin? An allem immer eine gute Seite. Ja, warme. Entschuldige, gehen wir wieder raus. So, jetzt gehen wir aber wirklich zum Händler rüber. Ein Hexer. Ui, 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 hier schaut so schön aus. Hallo Bäuerin, was mit dir? Musst du kotzen? Ich glaube, hier haben wir es gerade auch schon versucht und auch nicht geklappt. So, jetzt weiß ich wieder, wo wir sind. Entschuldige. Sieht auch aus wie so ein Kirchenhaus, ne? Ein bisschen. Ich bin Hoflieferant der Herzogin persönlich. Das hast du schön gesagt. So, mein Freund. Grüße dich, Kaufmann. Gewinnt vielleicht. Das wäre geil. Sei gegrüßt, Monsieur. Suchst du was Bestimmtes? Hm, angeblich waren wir schon mal bei dem. Aber gewinnt können wir nicht spielen. Darf ich mir mal deine Waren ansehen?
Bitte, bitte. Ui, 5000 hatte. Die Fackel, Alter, wieso haben wir 22 Fackeln? Ich verkaufe mal alle bis auf eine. Quatsch, da muss ich 21 verkaufen. Gratuliere, Franconia. So, was haben wir hier? So, Herzogswächter, Offiziersstahlschwert. Iris. Die Iris, haben wir die mal irgendwo bekommen? Die behalte ich mal, die würde ich nämlich gerne aufhängen bei mir. So, was haben wir hier noch? Silberschwert. Da haben wir halt die Glyphen, ne? Ich kann aber bei dem nicht die Glyphen austauschen, ey. Fuck. So, Geralt von Riva, das behalten wir auf jeden Fall. Tresor, Herzogswächter, Offiziersrüstung. Tresor, Ritterstiefel können wir mal getrost verkaufen. Offiziershose, Herzogswächter, Offiziershandschuhe. Herzogswächter, Offiziersstiefel, gut. Das wiegt gar nichts. Deswegen, jo, hier könnten wir theoretisch noch was verkaufen. Wir brauchen das alles, von daher ist nicht machbar gerade, ist gerade nicht machbar. Hier können wir Mist verkaufen. So, Kästchen, Wächter mit. Altes Bärenfell, Wächter mit. Ziegenfell. Angel. Kaputte Maske, brauche ich doch auch nicht den Mist. Schlangenfigur. Jetzt dachte ich schon, das brauche ich auch für eine Quest. Ich lasse mal die Schlangenfigur. Talisman, Xenoglas. Weihrauch, für was war denn das? Magische Bärlocke von Yennefer, Schlüssel zur Kanalisation. Von Ochsenfuhr, dann können wir das machen. Das ganze Smaragdzeug, Drecksding, kann ich alle weg. Fistig! Was wiegt das? Ja, immerhin. Immerhin, Haragmann, Gleimare, Blunder. Weg. Die ganzen Ketten können alle gepflegt weg. So, Kupferbecher weg. Freundle, heute ist dein Glückstag. Heute wird dir alles verkauft. So, beklär Silberobstschale. Goldener Teller kann weg. Diese Silberobstschale, das ist die Frage. Ich verkaufe mal da nur eine davon. Versilberte Weinflasche aus Beclair. Komm weg damit. Das sind ja keine Trophäen, ne? Fläschchen, Blunder. Becher kann weg. Ja, da können wir doch einiges verkaufen. Goldring kann weg. Wildschweinhaue kann weg. Flasche kann weg. Da verkaufen wir. Lass mal bis auf eins als üblich. So Glas kann alles weg. Hier ist das eine Asche, weg damit. Tussauermesse kann auch weg, denke ich mal. Kupferkette, adios amigos. Spitzhacke.
Korken, alles weg, mein Freund. Fläschchen, komm weg damit. Ui, wir haben tatsächlich das Buch. Ach Quatsch, das können wir freilich nicht nehmen. So, Tintenfass, weg damit. Ziegenhaut, altes Schafsfell, weg damit. Bärenfell, weg damit. Notizplunder, da kannst du hab ich. Korkenzieher, kann hab ich. Jo. Ich muss sagen, mit dir macht man gerne Geschäfte, ne? Jo, und es wird nicht weniger. Es wird nicht weniger, hat er gemeint. Ballkopf, alles weg. Fischernetze kann weg. Becher kann weg. Ah, dann. Rostiges Brotmesser. Yam, yam. Na, da mache ich ja ordentlich Geschäft mit dir. Salbeder. Was war das? Ein Kelch, okay. Zwar Krüge, ja, das braucht man alles nicht. Löffel haben wir hier einiges, Alter. Die haben wir alle gesammelt. Hier ist das noch. Nein! Ich will den Goldlöffel mir nochmal holen hier. Alter, willst du mich verarschen? Das war ein normaler Holzlöffel, okay. Gehärteter Löffel kann beides weg. Metalllöffel ist halt auch nichts wert. Angeknackerter Löffel ist eklig. Polierter Löffel, kann auch nicht. Eine Laute. Geil. Welch? Bestie von Toussaint. Ja, das können wir doch alle weg tun hier. So, Brief an Jennifer behalten wir. Jennifers Brief behalten wir. Julius vom Bravsbrief, das haben wir gelesen. Meine letzten Gedanken haben wir gelesen. Brief an Gregor Bückster haben wir gelesen. Tagebuch haben wir gelesen. Spur eines Ritters haben wir gelesen. Biografie, verfasst von Rittersporn. Biografie. Ja, aber brauchen wir eigentlich nicht mehr, ne? Also weg damit. Rezept für Regenerationstrank, kennst dich aus. Fleckiges Tagebuch. Notiz am Löffelschlüssel. Haben wir doch schon alles gelesen. Worte der Weisheit zu Monsterflügen, jo. Schmutziger Brief, weg damit. Kompendium des Basiliskenjagd, Buch, jo. Adelsgeschlechter Toussaint, da haben wir doch einiges noch. Der Bürgerkrieg in Toussaint, weg damit. Prophezeiung der Idline. Katakane, eine Monographie. Längst vergessene Spezies, Protoflatterer. Jo, Balladen und Hymnen erhält alles Zusatzinformationen. Cooler wäre es auch, wenn ich hier ein Bücherregal hätte, ne? Da bekomme ich doch immer noch das eine oder andere Kohle, ne? Also so zwei Kronen ziehen mit einem Schäumer, gewiss, ne? Seine keichelige Majestät, Emir V. Emreis, zu so märchenhaft, kennst dich aus. Einladung zur Hasenjagd, ja, kannst du behalten. Geschichte, Corvo Bianco, haben wir auch schon gelesen. Adelslinien des Nordens, weg damit. Was wird aus Temerien, haben wir auch schon x-mal gelesen. Das ältere Blut ebenso. So, Sphärenkonjunktion hält Zusatzinformationen. Letzte Basilisk, haben wir auch schon gelesen. Die Story von Gwint, geile Geschichte, habe ich auch schon gelesen. So, diese Questgegenstände kann ich also nicht. Wieso habe ich das eigentlich nicht verkauft? Verziertes Schild. Ein verziertes Schild. Ich behalte es mal und dann sehen wir ja weiter. So.
So, Handwerkerzutaten, da könnten wir doch noch an, wegen was, der hat noch 3800, Junge. Glühendes Erz. Komm, wir verkaufen mal 19. Da verkaufen wir mal 20, hat er gemeint. Da verkaufen wir 30. Da verkaufen wir 21, hat er gemeint. Leder, nee, das Leder behalten wir auf jeden Fall. Grüngold. Nickelklumpen, komm, da verkaufen wir 14. Alter, Giftextrakt. 25, adios, amigo. Sorry, wenn das jetzt hier wieder vielleicht ein bisschen wieder zu lang braucht, dauert für den einen oder anderen. Ui. Was war das? Dimitheriumbahn, Alter. Die Monsterklaue hat er gemacht. Wie waren das? 31, dann machen wir 120, hat er gemacht. Jo. Geehrtestes Holz. Komm, dann machen wir jetzt mal nur 15. Ui, da haben wir 40. Komm, passt genau. Passt genau, Alter. Jetzt haben wir aber richtig Kohle verkauft von den Kollegen. Geil, ich freue mich schon. Gescheit, ne? Muss ich schon sagen, ich freue mich echt. Nein, ich wollte wieder zurück auf die Handwerk- bzw. Alchemie-Zutaten. Na, wir haben doch jetzt gut verkauft, hat er gemeint. Jetzt muss ich nur schauen, was der noch hatte. Der hat ja eigentlich nichts Gescheites, ne? Nee, mein Freund, dann hätte ich doch gesagt, ich bedanke mich. Bis da. Ja, yeah, Rüstungsschmied haben wir auch hier, wie geil. Komm, dann rüsten wir uns gleich mal hier damit aus. Einmalige Schnäppchen. Vorzugsfinanzierung von Gianfanelli bei jedem Rüstungskauf. Echt geil. Komm, wir reden nochmal mit dir. Was gibt's? Ach, schöne Bressack. Geil, Quint. Zeig mir erstmal deine Waren. Würdest du mir deine Waren zeigen? Vielleicht hat der voll die geile Rüstung. Ui. Ui, ui, ui. Ich schau mal, was geht. Plus 5, Stufe 45. Ja, hat noch alles. Ja, alles Stufe 45, Freunde. Da brauche ich noch nicht großartig damit rummachen. Ui, warte mal. Freischärler-Schuft-Dingsbums. Toussaint-Stiefel. Wir könnten uns aber die Stiefel angucken, ne? Kaufen. Aber schon wegen Dyer, ne? Makama-Hose, Alter, plus 4. Boah, nilfgaardische Wächterhandschuhe, plus 6. Krass. Alles, die haben alle plus 4. Warte mal, wir Makama-Hose. Ja, welche Hose sieht da am coolsten aus? Eigentlich die da, ne? Boah, aber das ist so teuer. Ich glaube, wir lassen das trotzdem mal.
Aber so ein komplettes Tussauds-Ding, ne? Wäre schon nicht geil. Wäre schon nicht schlecht, ne? So, Panikstufe des Pferdes, die haben alle 60. Ausdauer, die haben alle nicht mehr als 90, schade. Ui. Wie viel kostet das? Ja, okay, komm, scheiß drauf. Anfänge, komm, ich. Quen. Alter, der hat richtig fett Zeug, ne? Alter Schwede, der hat richtig ordentlich Zeug hier auf der hohen Kante. Jetzt das noch. Elfenschmiedewerkzeuge, natürlich nehmen wir das mit. So, jetzt haben wir noch knapp 10.000. Da freue ich mich. Wir gehen mal ins Handwerk. Reparieren mal unsere komplette Armatur. Ja, die brauchen wir eigentlich alle nicht mehr reparieren. Das können wir noch reparieren. Und die reparieren wir auch noch. So, die Verbesserungen entfernen. Nee, das silberne Schwert nicht, aber von der möchte ich gerne noch entfernen. So. Ansonsten reparieren, Handwerk, ne? Ist vielleicht noch mal ein gutes Stichwort. Ja, da habe ich, ach, da hast du ein wenig. Also finde ich, habe da ein wenig den Überblick verloren eigentlich. Das ist so viel. Da müsstest du echt eine komplette XXL-Folge. Müsstest du da wirklich so ein paar Folgen, wo ein paar Stunden gehen. So geil. Warte mal, Geselle, was fehlt denn da? Was fehlt da für Zutaten? Da fehlen doch gerade Zutaten. Was sollen da Zutaten fehlen? Jetzt fehlen Zutaten. So, Waffenreparaturset hat er gemacht. Yo. Geselle, mein Freund, hat er gemeint. Mehr geht leider nimmer. So, dann können wir noch ein wenig Anfänger, ein wenig was basteln. Jo. Na, passt doch. Schau doch gut aus, Freunde. Schau doch gut aus. Okay, dann... möchte ich doch noch mal in den Handel rüber, mein Freund. Der hat doch auch noch einen Haufen Kohle. Jo, der hat noch wahnsinnig Kohle. Die Dahlie verkaufen mit dir, mein Freund. 2,1 Kilo, das ist wenigstens ein wenig was noch. Sehr schön, ja, haben wir doch noch ein wenig was verkauft. Aber das ist schon wieder... Ich habe immer noch so fucking viel, ne?
Ach, das ist Wahnsinn. Die ganzen Handwerkerzutaten, das wiegt ja alles nix. Das ist ja das Komische und das Schlimme dran. Questgegenstände. Da haben wir alles verkauft, was zu verkaufen geht. Da geht auch nichts mehr. Wir können Verzehrbares halt, aber das brauche ich. Da können wir auch nichts mehr verkaufen hier. Von Verzehrbaren. Wir könnten halt hier von Plätze was verkaufen, ne? Ausdauer, Rittersattel, scheiß drauf. Weg damit. Chance auf Bonuskräuter, Bonuserfahrung, Humanoide. Bonuserfahrung, Monster. Chance auf Verstümmeln, Bonuserfahrung, Monster. Das ist die Wicht-Trophäe. Einzigartige Trophäe, die könnten wir. Auf jeden Fall. Geistertrophäe. Komm, was, was? Hau mir die Arno weg. Und hier, ja. Was willst du da großartig machen? Chance auf Einfrieren. Komm, verkaufen wir zwar. Da verkaufen wir auch zwar. Nein! Da verkaufen wir zwar. Können wir hier drei verkaufen. Da verkaufen wir einen, hat er gemeint. Da verkaufen wir auch noch zwei. Und dann haben wir hier noch irgendwas. Jawohl, passt, kennst dich aus. Können wir einen verkaufen. Und da haben wir noch 99. Sowas könnte man vielleicht noch verkaufen. Boah, tja, richtig. 108, ja. Siehst du, mehr können wir auch nicht verkaufen, hier, liebe Freunde. Jetzt haben wir 186. Lust auf eine Partie Quint. Das machen wir in der morgigen Folge, liebe Freunde. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage Bye-bye und Servus, euer Franconia.